Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live zugeschaltet seid auf www.joelmedia.de. Ich weiß nicht, wer von euch sich in der Küche auskennt und damit zu einer Gruppe von Menschen gehört, derer ich nicht angehöre. Wer gerne kocht und backt. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal mit Feuer gesalzen hat. Jesus spricht davon, dass Menschen mit Feuer gesalzen werden sollen. Und das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen und ein bisschen mehr noch aus seiner Rede an die Jünger. Und bevor wir damit beginnen, möchte ich euch einladen, wo es möglich ist, dass wir niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten, dass wir die Evangelien haben, dass wir sie studieren können, dass wir aus ihnen so viele verschiedene Dinge lernen können und dass wir jedes Mal ein Stück besser verstehen können, wie du eigentlich wirklich bist. Herr, wir möchten dir Danke sagen, dass du versprochen hast, mit deinem Heiligen Geist jetzt an und in uns zu wirken, uns an die Dinge auch zu erinnern, dann in den nächsten Tagen, die wir heute von dir gelernt haben. Herr, wir möchten dich bitten, dass was wir heute lernen, sich tief in unser Herz einbrennt, dass wir es festhalten und durch deine Kraft in unserem Leben erleben können. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf Markus Kapitel 9. Wir sind ja immer noch bei dieser Rede, die Jesus an die Jünger hält, im Zuge dessen, dass sie auf dem Weg nach Kapernaum sich diese Frage gestellt haben: Wer ist der Größte? Ja? Und Jesus hat ihnen deutlich gemacht, dass das Prinzip, auf dem das Reich Gottes überhaupt aufbaut, genau das Entgegengesetzte ist. Ja? Dienst, nicht Selbsterhöhung. Auf den anderen achten, statt das eigene zu suchen. Und jemand, der sich selbst erhöht, kann genauso wenig in das Reich Gottes kommen, wie der Satan selbst. Ja? Und geschweige denn eine hohe Position haben oder so. Und Jesus hat dann dieses Kind genommen und hat deutlich gemacht, schaut mal, Gott liebt dieses Kind, er liebt euch, aber er liebt euch genauso wie dieses Kind und das Kind genauso wie euch. Ihr seid eigentlich so gering wie dieses Kind. Ja, ist kein Unterschied. Ihr erinnert euch daran, dass wir letztes Mal gesehen haben, dass wir bei Gott wertgeschätzt sind, nicht weil wir groß oder klein, erfahren oder unerfahren sind, sondern weil wir Christus angehören. Ja? Der Kleinste, der Schwächste, wie auch der Größte und Stärkste wird dadurch besonders wertvoll in den Augen Gottes, weil Christus mit ihm ist. Und das ist eine gute Botschaft, aber auch eine wichtige, weil sie zeigt, dass es keinen Grund gibt, sich über andere zu erheben. Schon gar nicht in der Gemeinde. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir gesprochen haben, dass Jesus dann deutlich macht, dass diese Sünde der Selbstüberhebung sehr gefährlich ist. Könnt ihr euch noch daran erinnern, welche drastischen Worte Jesus verwendet hat, um vor dieser Sünde zu warnen? Ja, er sagt davon, ich war, wenn ich deine Hand dazu verführt oder dein Fuß dazu verführt oder das Auge, reiß es lieber aus. Ja, wir haben gesagt, es gibt Situationen, da sind Menschen bereit, lieber einen Körperteil zu verlieren, statt zu sterben. Ja, und so ernst ist die Sache mit unserem Stolz. Ja, wir müssen bereit sein, hier wirklich auch schmerzhafte Lektionen zu erleben. Nicht, weil Gott Freude daran hat, uns Schmerzen zuzufügen, sondern weil es eine wirklich wichtige Operation ist, die Gott an unserem Herzen durchführen muss. Fallen euch noch Dinge ein, die wir letztes Mal gesagt haben, wo Jesus sehr drastische Sprache verwendet, um deutlich zu machen, wie wichtig es ihm ist? Er sagt, es ist besser mit einem Mühlstein am Hals, als jemanden, der eigentlich Jesus sucht, durch abschätziges Verhalten wegzudrängen. Ja? So wichtig ist es ihm, dass Menschen die Gelegenheit haben, ihn kennenzulernen. Ganz genau. Und jetzt hier am Ende von Markus 9 finden wir jetzt diesen interessanten Abschnitt. Wir lesen mal direkt Markus 9, Vers 49 und 50. Markus 9, Vers 49 und 50. Wer mag mal lesen? Womit wollt ihr es wieder kräftig
Genau. Also das ist eine sehr merkwürdige Aussage. Wenn man das jetzt auf den ersten Blick liest, ist es jetzt nicht sofort verständlich. Ja? Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Das ist so eine Aussage von Jesus, wo man merkt, er wollte, dass die Jünger nachdenken, oder? Manche Aussagen sind so selbstverständlich klar, dass man sagt, ah ja, okay, das hast du gemeint. Und manchmal sagt Jesus Dinge, wo man erstmal denkt, hä? Erinnert euch vielleicht daran, als wie er da den einen Menschen geheilt hat, als er da ihm den Finger ins Ohr steckt, ja, und dann mit seinem Speichel dessen Zunge berührt, ja, wo die Jünger denken mussten, was macht er da? Ja, das ist so eine Methode, um zum Nachdenken anzuregen. Oder als da er den einen Menschen heilt, der blind war und dann konnte erst halb gut sehen, ja, und dann musste er ihn nochmal heilen. Das waren so Dinge, mit denen Jesus die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat oder auf den Punkt lenken wollte. Und hier genauso jetzt mit dieser Aussage, denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Jesus gibt jetzt zunächst mal einen Hinweis in Vers 49, in welche Richtung wir denken sollen. Womit vergleicht er das? Mit etwas, was die Jünger vielleicht ganz gut kannten. Dieses mit Feuer gesalzen werden soll, worauf bezieht sich das? Oder woher kommt diese Idee? Genau. Er bezieht sich auf etwas aus dem Heiligtumsdienst. Er sagt, jedes Opfer sollte mit Salz gesalzen werden. Das ist jetzt etwas, also ich weiß nicht, wie viel ihr schon Predigten über das Heiligtum gehört habt, über den Heiligtumsdienst. Ich habe schon einige Vorträge gehalten, aber meistens spricht man jetzt nicht unbedingt über dieses Salzen. Ja, ist eher so ein Detail am Rande, würde man denken, meistens. Aber Jesus bezieht sich darauf und deswegen müssen wir es erstmal ein bisschen verstehen. Und zwar in 3. Mose Kapitel 2. In 3. Mose Kapitel 2 finden wir eine sehr bemerkenswerte Aussage. 3. Mose 2 und dort Vers 13. 3. Mose 2 und dort Vers 13, es geht ja am Anfang von 3. Mose um die verschiedenen Opfer. Ja, und das Brandopfer und das Speisopfer, das Friedensopfer und dann das Sündopfer und das Schuldopfer. Da gibt es also verschiedene Arten von Opfern. Und hier heißt es jetzt in 3. Mose 2, Vers 13, alle deine Speisopfergaben sollst du mit Salz würzen und du darfst das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen in deinem Speisopfer, sondern zu allen deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen. Also hier sagt Gott mit anderen Worten, jedes Mal, wenn du ein Speisopfer darbringst, also das waren ja dann so Mehl, nicht wahr, das dann gebracht worden ist, also Feinmehl, so Kuchen mit Öl gesalbt, ja, sollte immer Salz dazu kommen. Warum sollte jedes Opfer gesalzen werden? Was ist die Funktion von Salz? Salz würzt erstmal, oder? Salz macht auch haltbar. Also ihr wisst ja damals, zur Zeit der Bibel gab es noch keine Kühlschränke und Gefrierschränke. Wenn man da jetzt so Fleisch hatte, dass man vielleicht noch die nächsten Tage essen wollte, musste man es mit Salz haltbar machen. Salz hat sozusagen den... Es reinigt. Reinigt auch, ganz genau. Ja, und Salz hält sozusagen den Prozess des Verderbens auf. Ja? Jetzt wird ja interessanterweise, noch kurioserweise hier gesagt, interessanterweise, dass wir hier dieses Salz auf dem Opfer, wird wie genannt? Es ist nicht irgendein Salz, sondern wie wird es genannt? Das Salz des Bundes. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Oder was denkt ihr zu diesem Begriff, das Salz des Bundes? Ist ja auch merkwürdig, oder? Also nicht nur sollte Salz raufgetan werden auf das Opfer, sondern man bringt jetzt dieses Speisopfer, das soll ja dann dem Herrn gegeben werden, soll verbrannt werden, aber es wird voll gesalzen. Und dieses Salz wird genannt das Salz des Bundes. Also die Funktion könnte sein, dass es harte, diese Bund irgendwo fest, etwas dauerhaft. Genau, also das Salz bewahrt etwas, ja. Es hat was von Beständigkeit. Und das Ganze wird verbunden mit der Idee des Bundes. Wir studieren ja gerade in der Sabbatschule das Thema vom Bund. Ja, und ihr erinnert euch vielleicht bei Abraham, das war jetzt ja letzte Woche gerade das Thema. Was ist Gottes Wunsch für den
Bund? Was ist so seine Vorstellung? Abraham hat ja gewusst, okay, der Bund, der führt dazu, dass ich gesegnet werde, ich werde Nachkommen haben und so weiter. Aber was ist Gottes, von Gottes Perspektive, was ist sein Wunsch? Er will die Menschen retten, ja, genau. Ja, ganz genau. Schaut mal mit mir ganz kurz vielleicht nochmal in 1. Mose 17. Da gibt es was Interessantes zu beobachten. Ihr wisst ja, Gott hat mit Abraham einen Bund gemacht. Ja? Und es heißt hier in 1. Mose 17 und dort Vers 2 bis 4. Wer mag mal lesen? 1. Mose 17, Vers 2 bis 4. Genau, also Gott sagt etwas Interessantes. Er sagt in Vers 2, ich will was mit dir schließen? Ich will einen Bund schließen. Und was sagt er in Vers 4? Das sagt er in Vers 5. In Vers 4? Er sagt, wir haben schon einen Bund. Könnt ihr das sehen? Er sagt in Vers 2, ich will einen Bund mit dir schließen. Aber in Vers 4 sagt er, wir haben ja schon einen Bund. Denn wie ihr wahrscheinlich wisst, ist das nicht die erste Geschichte, wo Gott einen Bund mit ihm macht. Sondern er hat schon einen Bund wann mit ihm gemacht? In Kapitel 12 und Kapitel 13 und Kapitel 15. Immer wieder, ja, immer wieder sagt Gott, ich werde dir Nachkommen geben. Immer wieder und immer wieder. Gott sagt, wir haben schon einen Bund und jetzt will ich einen Bund mit dir machen. Das ist doch merkwürdig, oder? Ich meine, wenn ihr verheiratet seid, wie oft sagt ihr, also ich sage nicht so oft zu meiner Frau, Bea, wir sind verheiratet und deswegen will ich dich jetzt heiraten. Also klingt merkwürdig, oder? Wir sind verheiratet, deswegen will ich dich heiraten. Aber das ist, was Gott sagt. Er sagt, ich will einen Bund mit dir machen, weil wir sind ja im Bund miteinander. Und dann denkt man, hä? Was? Und jetzt wird es aber sehr deutlich in Vers 7. Schaut mal, was er sagt in Vers 7. Er sagt also, wir haben einen Bund, aber ich will einen Bund mit dir machen. Schaut mal in Vers 7. Er sagt dort, ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen was? Als einen ewigen Bund. Also Gott sagt, wir haben schon einen Bund, aber ich möchte noch etwas, ich möchte den Bund updaten. Ich möchte, dass der Bund ein ewiger Bund ist. Ein Bund, eigentlich im Hebräischen, ein Bund für die Ewigkeit, ein Bund der Ewigkeit. War denn der Bund bisher nicht ewig zwischen Gott und Abraham? Was war das Problem? Warum sagt Gott hier, ja? Gott ist ewig und Abraham ist endlich. Das stimmt. Und wenn Gott einen ewigen Bund macht, der soll ja alle Zeiten gelten. Ja? Auch für seine Nachkommen, nicht nur für Abraham. Das ist absolut richtig, ja? Also es sollte über Abrahams Leben hinausgehen, ja? Ganz genau. Machen wir mal eine 2 Minuten Zusammenfassung des Lebens Abrahams, okay? Abraham ist in Ur und dann in Haran und Gott sagt zu ihm, zieh aus deinem Vaterland, aus deiner Verwandtschaft, aus deiner Sippe, aus deinem Vaterhaus, zieh aus und in ein Land, das ich dir zeigen werde. Was macht Abraham? Er glaubt Gott. Er glaubt Gott, ja? Macht einen Bund, Gott sagt, ich werde segnen, ich werde dich segnen, du sollst ein Segen sein. Er geht in das Land, das Gott ihm zeigt. Was passiert? Es gibt dort Kananiter. Enttäuschung, ja? Gott sagt ihm, pass auf, aber deine Nachkommen werden das Land besitzen. Okay, ja, er glaubt das und dann gibt es eine Hungersnot. Ja, er geht nach Ägypten. Dort lügt er so ein bisschen, ja, macht so krumme Sachen. Ja. Dann kommt er zurück. Dann gibt es Streit mit Lot, genau, mit den Hirten. Dann trennen sie sich und Gott spricht wieder zu ihm. Aber dann gibt es Krieg. Ja, in 1. Mose 14 kommen da die vier Könige aus Mesopotamien, kämpft also die Schlacht der 9 Könige. Ja, das ist alles. Mit anderen Worten, Gott macht zwar einen Welttag, ist rau wie je und je. Ja, immer und immer wieder. Und Abraham ist schwach, er fällt und er macht Fehler, dies und jenes. In 1. Mose 15 kommt dann Gott und sagt, ich bin der Herr, ja, ich schild dein großer Lohn, ja, und so weiter. Und Gott sagt, ja, aber Abraham sagt,
wo ist der Lohn? Ja? Ich bete jetzt schon seit Jahren dafür und du hast mir kein Erbe gegeben und Eliezer wird das Ganze erben. Und dann sagt Gott, nein, glaube mir, mein Bund bleibt fest bestehen, schau dir die Sterne an und wie viele Sterne, wie du siehst, so soll deine Nachkommenschaft sein. Was macht Abraham? Was sagt der nächste Vers? Er glaubt ihm wieder, ja? Er glaubt ihm. Also wir sehen, er glaubt ihm und dann gibt es Probleme, dann glaubt er ihm wieder. Jetzt glaubt er ihm wieder, der Herr rechnet es ihm zur Gerechtigkeit an. Und sie machen sogar einen richtigen Vertrag, ja, also so richtig so offiziell mit Tiere schneiden und durchgehen und so, wie als wenn man heute zum Notar gehen würde. Wir machen einen Vertrag, okay. Was passiert als nächstes? 1. Mose 16. Abraham hört auf seine Frau, die sagt nämlich, weißt du was, ich glaube, vielleicht meint ja Gott, dass du eine andere Frau nimmst. Ja. Und er nimmt wieder das Heft in die Hand alleine, macht einen schweren Fehler und es kommt zur Katastrophe. Ja. Streit in der Familie, ja, schlimme Konsequenzen. Was wir sehen ist, Gott und Abraham machen einen Bund und Gott ist immer treu, aber Abraham verliert manchmal die Geduld, Abraham ist ein bisschen eigensinnig, Abraham ist schwach, Abraham hört auf andere. Abraham ist nie so, also ist so an und aus so ein bisschen, ja, oder es ist nie so, er ist nie immer so ganz, also es gibt Tage, da ist er ganz nah bei ihm und da gibt es Tage, wo er Fehler macht, ja, und schwere Fehler begeht. Und Gott sagt jetzt nicht, oh, du hast meinen Bund gebrochen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Er sagt, wir stehen im Bund miteinander. Das gilt immer noch, was ich gesagt habe. Ich würde nur gern, dass es wieder so, also so richtig eng ist, ja. Und vor allem würde ich gern, dass der Bund, den wir haben, nicht immer nur alle zwei Kapitel gilt, sondern immer ist. Ein Bund für die Ewigkeit, ein beständiger Bund. Nicht einer, wo man, das kennen wir vielleicht auch, oder? Aus unserem eigenen Leben. Man ist am Sabbatmorgen in der Predigt, ist begeistert und denkt, meine Güte, ja, ich bin auf dem Highway zum Himmel sozusagen. Ja, und dann kommt der Mittwochnachmittag und es gibt eine Katastrophe und man macht einen schweren Fehler. Man verleugnet vielleicht Gott mit Worten oder Taten, was weiß ich. Und dann ist man irgendwann auch im Kongress wieder und ist begeistert. Ja. Es geht so auf und ab und auf und ab. Und Gott sagt, das ist zwar schon ein Bund, aber ich würde gern den Bund kräftiger haben. Ich würde ihn gern stärken. Nicht nur so ab und zu, sondern ich würde gern einen ewigen Bund. Die Bibel nennt es auch den neuen Bund, ja, der bestärkt ist. Ja. Ihr kennt es vielleicht aus Jeremia, wo Gott sagt, ich habe mit den Israeliten einen Bund gemacht am Berg Sinai, als sie aus Ägypten kamen, aber sie sind nicht in meinem Bund geblieben. Deswegen mache ich jetzt was? Einen neuen Bund. Und zwar, worin besteht der neue Bund? Dasselbe Gesetz, die 10 Gebote, kommen jetzt in ihr Herz. Ja? Und sie werden Gott persönlich kennen. Das heißt, was Gott sich wünscht, ist, dass der Bund enger wird. Und zwar beständig bleibt. Gott möchte nicht, dass wir immer mal wieder zu ihm kommen, ihm unsere Sorgen erzählen und dann wieder unser eigenes Ding machen. Er möchte, dass wir nicht nur zu ihm kommen, sondern bei ihm bleiben. Das sieht man ganz deutlich in einem ganzen Vers, der einer meiner absoluten Lieblingsverse ist in der Bibel, in Jeremia 32. Schaut mal, also wenn ihr euch das noch nicht markiert habt in eurer Bibel, markiert euch das mal als eine der schönsten Verheißungen überhaupt, die ich kenne. Und die Bibel ist voll von schönen Verheißungen, also schwer sie zu gewichten, aber die ist wirklich ganz großartig, also außergewöhnlich toll. Jeremia 32 und dort Vers, ab Vers 38, ja. Jeremia 32, ab Vers 38, dort steht: Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Das ist genau das Gleiche, was auch im Neuen Bund in Jeremia 31 steht. Und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten, also alle Zeit, ihr merkt ja, ich war ständig, nicht nur ab und zu, ihnen selbst zum Besten, ja, also wenn wir Gott dienen, ist es für uns das Beste überhaupt, und ihren Kindern nach ihnen. Und jetzt kommt's. Und ich will einen ewigen Bund, das ist das, was er dem Abraham auch sagt, ja, einen ewigen Bund, einen Bund der Ewigkeit mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie was? Damit sie nicht mehr von mir abweichen. Ja, also das Leben von Abraham ist ja am Anfang so ein bisschen mit Gott, ein bisschen ohne mit, ja, ein bisschen so. Und Gott will ihm über die Jahre hinweg beibringen, und das will er allen von uns beibringen, wie wir nicht nur bei Gott Rettung finden, sondern wie wir bei Gott bleiben, denn ihr Lieben, das ist das größte Anliegen Gottes. Das seht ihr jetzt in Vers 41. Und damit ich mich über sie freuen kann, ihnen wohlzutun, und ich werde sie einpflanzen in dieses Land, in Wahrheit mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele. Ich glaube, heute sagen zu können, dass Gottes größtes Verlangen das ist,
dass es Menschen gibt, die nicht nur zu ihm kommen, sondern die bei ihm bleiben. Es gibt sehr viele Menschen, die zu Gott kommen, ihm alle ihre Sorgen erzählen, dankbar sind für die Rettung und ihn dann wieder verlassen. Gottes größtes Ziel ist nicht einmal, ich würde so weit gehen, nicht einmal, dass wir einen sündlosen Charakter bekommen, denn den hatte Luzifer auch und er hat Gott wieder verlassen. Gott will nicht, dass wir für einen Moment mal einen geistlichen Höhepunkt erreichen und sagen, jetzt bin ich vollkommen perfekt und was weiß ich nicht was, ja, aber nur für einen Moment. Gott will, dass wir bei ihm bleiben, denn wenn wir bei ihm bleiben, dann kann er durch seinen Geist uns so verändern, wie er das will. Und zwar formen wir einen Töpfer. Aber das ist nur möglich, wenn wir bei ihm bleiben. Und das ist diese Idee von dem Salzbund. Ein Bund, der bleibt. Ein Bund, der nicht vergeht. Ein Bund quasi, der kein Verfallsdatum hat sozusagen. Das ist die Idee des Salzbundes. Deswegen werdet ihr feststellen, dass auch dem David gesagt worden ist, wir können das vielleicht mal ganz kurz lesen. In 1. Könige ist das, glaube ich. 1. Könige sofort. In 1. Könige. Und dort in Kapitel 13. Das ist 1. Könige. Moment, ich suche das gerade. Oder war das Chronik? Sekunde. Da gibt es nämlich diese eine berühmte Stelle, wo auch dieser Salzbund erwähnt wird. Sekunde, 2. Chronik. Ja, genau, Entschuldigung, es ist nicht König, es ist 2. Chronik, hat es falsch in Erinnerung. 2. Chronik 13 und dort Vers 5. 2. Chronik 13, Vers 5. Da gibt es auch diese Idee. Mag das jemand mal lesen? 2. Chronik 13, Vers 5. Genau, also ihr wisst vielleicht, Gott hat ja dem David versprochen, ich will dich als König bestätigen, ich will deine Dynastie bestätigen, es soll immer einen König vom Hause Davids geben, oder? Und hier sagt jetzt einer seiner Nachkommen, wisst ihr nicht, dass Gott einen Salzbund mit David gemacht hat? Mit anderen Worten, dieses Versprechen, dass ein für alle Ewigkeit ein Sohn Davids auf dem Thron regieren wird, dieses Versprechen kann nicht vergehen. Hat sich das Versprechen erfüllt, ja oder nein? Hat das Versprechen war ja, dass auf ewig ein Nachkomme Davids auf dem Thron, ja ganz genau, das ist der ganze Punkt. Gott hat ja nie einfach nur geplant, dass einfach bestimmte weltliche Könige nacheinander regieren, auch selbst in seinem Volk. Sein Plan war natürlich dadurch zu zeigen, es kommt jemand, egal wie sehr ihr abfallt sozusagen oder egal wie viel ihr sündigt, an diesem Plan halte ich fest, es wird ein Erlöser kommen aus dem Hause Davids und der wird König sein und zwar König der Könige bis in alle Ewigkeit. Noch in Millionen Jahren werden wir auf der neuen Erde sagen, seht ihr, die Verheißung an David gilt noch immer. Ja, der David wird in Millionen, in Milliarden Jahren sagen, schaut mal her, den Bund, den Gott mit mir gemacht hat, der gilt noch immer, mein Sohn, also mein Nachfahre, Jesus, ist noch immer auf dem Thron. Ja, ein Salzbund, das ist die Idee. Das heißt, was Gott ihnen sagen wollte, den Israeliten war, wenn ihr ein Opfer bringt, salzt es, um deutlich zu machen, dieses Opfer ist keine Momentaufnahme, wie wir das manchmal so als Maschine wollen. Ich habe gerade gesündigt, ich brauche schnell Vergebung, damit ich ein gutes Gewissen habe und dann lebe ich mein Leben weiter. Gott sagt, nein, 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 dieses Opfer soll beständig euer Leben prägen. Deswegen sollen wir uns ja immer wieder daran erinnern, dass Jesus für mich gestorben ist. Ganz egal, ob ich gerade gesündigt habe oder nicht. Ja? Die Wahrheit, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, ist ja nicht nur für mich da, wenn ich gerade in Sünde gefallen bin, sondern auch, um mich vor der Sünde zu bewahren. Ja? Also das ist eine ganz wichtige Idee hier mit diesem, davon spricht Jesus, wenn er meint, ihr sollt mit Feuer gesalzen werden. Ihr selbst müsst gesalzen werden. Was stellt das Feuer in der Bibel dar? Ja, ganz genau, die Liebe. Wisst ihr, welcher Bibelvers das schön zeigt? Salomo sagt in Hohelied 8, Vers 6, in Hohelied Kapitel 8, Vers 6, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf dein Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod, ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich, ihre Glut ist Feuerglut.
eine Flamme des Herrn. Ja, da Salomo sagte, drückt sich in einem Feuer aus. Das sieht man in der Bibel ganz oft. Ja. Wenn Gott dem Volk dem Mose erscheint, um zu sagen, ich liebe mein Volk, ich will es erretten aus Ägypten, brennt der Dornbusch. Ja. Als Gott auf dem Sinai herabkommt, um zu sagen, ich liebe mein Volk, ich möchte, dass ihr meine Freunde seid, hier sind meine 10 Gebote, brennt der ganze Berg. Ja. Als Gott die Jünger zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist ausstattet, die Feuerzungen, nicht wahr? In Römer heißt es ja sogar, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ganz genau. Aber kennt Feuer nicht auch als Reinigung? Ja, natürlich. Ja, ganz genau. Das ist das Interessante, dass die Liebe Gottes nicht einfach nur so ein schönes Gefühl ist, das uns etwas warm um den Magen machen lässt, sondern die Liebe Gottes reinigt. Und zwar, wovon reinigt das Feuer in der Bibel? Es reinigt von der Sünde. Das Feuer fällt vom Himmel und verzehrt das Sündopfer sozusagen. Die Liebe reinigt von der Sünde. Ja? Wahre Liebe beseitigt den Trennungsgrund. Und Sünde trennt von Gott. Ja? Wahre Liebe beseitigt den Trennungsgrund. Deswegen kann man nie gleichzeitig die Liebe Gottes im Herzen haben und an Sünde festhalten. Eins von beiden muss weichen. Ja? Wer Sünde festhält, vertreibt die Liebe Gottes. Wer die Liebe Gottes festhält, das vertreibt die Sünde. Ja? Das ist also mit der Reinigung ganz genau der Punkt. Jetzt ist es hier interessant so. Also jetzt sehen wir also, okay, wir sollen gesalzen. Jesus sagt, die Opfer werden gesalzen. Und auch ihr müsst gesalzen werden. Und zwar mit etwas, das euch genauso beständig machen lässt, wie das Salz beim Opfer. Also die Idee ist, ich bringe ein Opfer, um deutlich zu machen, ich brauche Jesus, ja, Jesus ist für mich da und ich tue Salz drauf, um deutlich zu machen, aha, dieser Bund soll beständig sein, ja, diese Beziehung mit Gott soll beständig sein. Und jetzt sagt Jesus, ihr, also Johannes und Petrus und wie alle heißt, wir, Christopher, ihr, wie ihr heißt, wir müssen gesalzen werden mit Feuer, ja, also auch quasi Feuer des Bundes sozusagen, ja. Das heißt, wenn das Opfer gesalzen wird und wir gesalzen werden, was heißt das mit anderen Worten? Wenn das Opfer gesalzen wird im Alten Testament und Jesus sagt, ihr müsst gesalzen werden, was heißt das? Logischerweise? Das heißt, dass wir selbst ein Opfer sind. Kennt ihr den Bibelvers, der sagt, dass wir ein Opfer sind oder sein sollen? Schaut mal, ganz genau, in Römer 12, Vers 1. Römer 12, Vers 1, da spricht es davon, dass unser Leben, also nicht im Sinne von, dass wir an einem Kreuz sterben müssen, nein, nicht, wir können nicht für unsere Sünden sterben, aber trotzdem können wir unser Leben als ein Opfer dargeben, als ein geistliches Opfer. Wer mag mal Römer 12, Vers 1 lesen? Genau. Paulus sagt mit anderen Worten, Gottesdienst besteht nicht darin, dass wir 2 Stunden lang in einem Gebäude sitzen und Lieder singen oder halt auch eine Predigt hören. Gottesdienst besteht darin, dass wir uns selbst als ein Opfer geben. Und so wie das Opfer damals gesalzen werden muss, damit es auch wirklich ein echtes Opfer ist, muss auch unser Leben gesalzen werden. Wir selbst müssen gesalzen werden, damit wir tatsächlich auch so bei Gott bleiben und unser Leben ein echtes Opfer ist, das Gott wohlgefällig ist. Ja? Übrigens, wenn unser Leben ein Opfer ist, dann liegt es auf dem Altar. Dann ist es kein Scheinchristentum mehr. Dann ist es nicht eine Heuchelei, sondern dann darf Jesus tatsächlich über unser Leben bestimmen. Und das ist eine der größten Herausforderungen, die wir haben, dass wir nicht einfach nur Christentum spielen, sondern dass wir tatsächlich unser Leben Gott auf den Altar legen und sagen, du darfst bestimmen. Und zwar nicht nur für 3 Stunden oder für ein Wochenende, sondern dauerhaft, immer, ja, gesalzen, ja. Ja.
Ganz genau. Wenn also dieses Salz hier quasi eigentlich für das Feuer der Liebe steht, dann wird deutlich, was mein Leben eigentlich dauerhaft an Gott bindet, ist, wenn meine Taten und Worte in Liebe geschehen. Es ist nicht die erkannte Wahrheit, die ich einfach anderen sage, die mich mit Gott verbindet. Es ist, wenn ich es in Liebe tue. Es ist die Liebe, die mein Leben dauerhaft an Gott bindet. Und das ist das Geheimnis, weil ich weiß nicht, ob ihr euch, also ich habe in meinem Leben schon öfter an diesem Punkt gestanden, wo ich überlegt habe, okay, Herr, ich hatte am Sabbat so eine schöne Erfahrung mit dir, warum geht es mir jetzt am Donnerstag so, wie es mir geht? Ja, wie ist es möglich? Wo habe ich dich aus den Augen verloren? Ja? Und mir ist oft bewusst geworden, dass wir manchmal einfach gar nicht uns entscheiden, ich will nicht mehr ohne Gott leben, sondern dass wir einfach so ganz fast selbstverständlich auf uns selbst schauen, auf unsere Probleme, auf unsere Sorgen, auf unser, wie toll wir vielleicht auch sind. Ja? Und wir schauen auf uns selbst und merken gar nicht, dass wir so wie die Eltern von Jesus ihn aus den Augen verloren haben, so nach dem Motto. Ja? Und dann wünsche ich mir manchmal, oder habe ich mir gewünscht, dass ich etwas finde, wo ich bei Jesus bleiben kann, ja? wie ich an ihm festhalten kann. Und Jesus sagt, das ist es. Die Liebe, die durch den Heiligen Geist unserem Herzen ist, wenn wir die Liebe nachdenken, wenn wir die Liebe üben, dann binden wir unser Herz an Gottes Herz. Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Wir brauchen also Gottes Geist. Und das ist letztendlich, was Jesus, erinnert euch an die Ausgangsgeschichte, Johannes dachte, hey, ich bin Jünger Jesu, ich kann dem anderen sagen, was er zu sagen hat und was er zu lassen hat. Und ich sage, nein, nein, nein. Du brauchst den Heiligen Geist. Du musst mit Liebe ihn behandeln. Weil wenn du ihn einfach nur so abbügelst, dann da hast du selbst keinen Bund mit mir, der dauerhaft ist. Das heißt, dieses mit Feuer gesalzen sein, mit Liebe, zeigt sich unmittelbar in unserem Leben. Denn kein Mensch kann mit der Liebe Gottes gesalzen sein und gleichzeitig irgendwie so ein, naja, fällt jetzt kein höfliches Wort ein, aber also man kann nicht lieblos sein, oder? Entweder man hat die Liebe Gottes im Herzen und dann zeigt sie sich auch in liebevollen Worten, oder man redet vielleicht viel von der Liebe Gottes, aber sie ist eigentlich fern von einem, weil man sie irgendwie nur so als äußeren Schein präsentiert. Und dann zeigt sich das an dem Äußeren, an dem Verhalten, an den Worten. Deswegen sagt die Bibel, schaut mal mit mir in Kolosser 4, Vers 6. Kolosser Kapitel 4, Vers 6. Kolosser 4 und dort Vers 6. Das heißt es, über unsere Worte, wer mag mal lesen? Das ist doch toll, oder? Da seht ihr auch wieder dieses alle Zeit, ja? Nicht nur, wenn es mir gut geht, ja? Und das ist ja manchmal so, dass wir sagen, naja, also jetzt konnte ich halt nicht freundlich sein, weil ich habe halt jetzt gerade mal irgendwie, ja, mir ging es schlecht, ja? Und jetzt muss der andere mal das aushalten, ja? Ich muss mal mir Luft verschaffen oder so, ja? Oder ich bin so oft geärgert worden. Paulus sagt, eure Worte seien alle Zeit in Gnade. Und ich glaube, wir alle wissen, es gibt keinen Menschen, egal wie geduldig er ist, der aus eigener menschlicher Kraft immer freundlich ist, oder? Also gibt es gar keinen. Selbst die demütigsten Menschen, die von Natur aus sehr freundlich sind, irgendwann fahren immer aus der Haut. Ja? Aber Paulus sagt, wenn wir gesalzen sind mit dem Feuer der Liebe Gottes, dann können unsere Worte immer in Gnade sein. Und ihr wisst vielleicht, wie Jesus das gemacht hat. Wie hat Jesus gewusst, was er jeden einzelnen Tag sagen soll? Er ist ja viel auch mit sehr kontroversen Situationen konfrontiert gewesen. Woher hat er gewusst, was er sagen soll? Er hat sich früh morgens Zeit genommen für seinen Vater, hat gehört, wie ein Jünger hört, hat sich quasi salzen lassen und hat dann gesalzen. Ja? Hat andere an der Sünde gehindert sozusagen durch seinen Einfluss, so wie Salz den Verfaulungsprozess oder Verwesungsprozess oder also den Verderbungsprozess verhindert. Und deswegen sagt Jesus, wenn das Salz nicht mehr salzt, wenn die Christen nicht mehr christlich sind, wenn die von der Liebe Gottes singen, nicht liebevoll sind, wenn die Gnade predigen, unbarmherzig sind, wozu braucht man das Salz? Das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, das kann man wegtreten. Jesus sagt, ich brauche keine Gemeinde, wo draufsteht Adventgemeinde, aber innen drin geht es zu wie in der Welt.
kann ich gebrauchen. Wozu brauche ich das? Er sagt, Salz braucht man nur, damit es salzt. Ja? Und Christen braucht Gott dazu, dass sie christlich leben, dass sie Christus repräsentieren. Wenn sie das nicht tun, wozu Christen haben, wenn sie so sind wie die Welt? Ja? Das ist eine Meldung? Ach, keine Meldung. Achso, ich sah so aus. Und gehen wir ganz kurz nochmal zu Markus 9. Hier noch diesen. Das ist genau das, was er in Vers 50 jetzt sagt. Ja? In Markus 9, Vers 50, das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz salzlos ist, womit wollt ihr es würzen? Ja? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Ihr wisst vielleicht, Jesus sagt später, woran wird man Menschen erkennen, dass sie seine Jünger sind? An der Liebe untereinander. Ihr seht, der Liebe wird als Feuer dargestellt. Jesus sagt, ihr müsst mit Feuer gesalzen werden. Ja, also man würde vielleicht auf den ersten Blick diese beiden Aussagen nicht zusammenbringen. Habt Salz untereinander und habt Liebe untereinander, aber es ist genau dasselbe. Ja, es ist genau dieselbe Idee. Habt Frieden, haltet Frieden untereinander. Und was ist das Gegenteil von Frieden? Unfrieden. Das ist sehr gut ausgezeichnet. Unfrieden, ja genau. Oder anderes Wort? Krieg. Was entstand, als einer der Engel sich entschied zu sagen, wer ist der Größte? Ein Kampf im Himmel. Und was Jesus ihnen sagt, schaut mal, wenn ihr auch anfängt zu sagen, wer ist der Größte? Wer wird Außenminister? Wer wird Innenminister? Wer wird hier direkt neben zu Rechten Jesu sitzen? Werdet ihr keinen Frieden halten können? Es wird Streit in der Gemeinde geben. Meine These ist, der Hauptgrund, warum es Streit in Gemeinden gibt und in christlichen Familien, ist nicht, weil alle irgendwas falsch verstehen, sondern weil das eigene Ich sich immer in den Vordergrund schiebt. Das ist der eigentliche Grund. Wenn wir es schaffen würden, dass alle, die den Namen Christus tragen, ihr Ich kreuzigen würden, würden so gut wie alle Streitigkeiten in der Gemeinde aufhören. Und zwar fast über Nacht. Ja, weil das ist, was Jesus sagt. Haltet Frieden untereinander. Vielleicht noch ein paar Verse dazu. Das kommt natürlich aus dem Alten Testament schon. Schaut mal mit mir in Psalm 34. Psalm 34 und dort Vers 15. Psalm 34 und dort Vers 15. Da gibt es einen Vers, den kennt ihr vielleicht aus dem Neuen Testament. Psalm 34, Vers 15. Da sagt die Bibel, weiche vom Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Ihr wisst, Paulus sagt auch, er sagt, jagt nach der Heiligkeit und dem Frieden. Ja? Dem Frieden und der Heiligkeit, und ohne die niemand den Herrn sehen wird. Was heißt das, etwas nachzujagen? Anstrengend, ja. Also das ist nicht so, also wenn jemand auf Jagd geht, ich bin kein Jäger, war noch nie auf der Jagd, aber ich stelle mir das so vor, ja. Der weiß genau, was er will, und er hat Wege und Möglichkeiten, dem nachzujagen. Ja? Wenn ich sage, ich jage dem hinterher, dann ist mir das extrem wichtig. Und mit anderen Worten, Gott sagt nicht nur, naja, wenn euch jemand um Frieden bittet, dann macht halt Frieden, sondern wir sollen uns aktiv um den Frieden in der Gemeinde bemühen. Ihr wisst ja, es gibt in der Seligpreisung von Jesus, gibt es eine Seligpreisung über die Friedensstifter. Selig sind die Friedfertigen, sagt Schlachter, aber eigentlich die Friedensstifter, denn die werden Gottes Kinder heißen, genau, Gottes Söhne heißen. Das sind die, die vom Heiligen Geist geleitet werden, sagt Römer 8. Ja, die vom Heiligen Geist geleitet werden, das sind die Kinder Gottes. Wer nicht den Frieden sucht, ist nicht vom Heiligen Geist geleitet. Ja, der Heilige Geist bringt den Frieden, der Heilige Geist bringt die Liebe, haben wir gesehen. Der Heilige Geist lässt uns Frieden suchen. Ja. Ja. Genau, wie im Himmel. Gott wollte auch Frieden haben, aber er kann niemanden zum Frieden zwingen. Aber so wie Gott alles, was in seiner Macht steht, zum Frieden versucht hat, er kommt ja selbst auf die Erde und bietet Frieden den Menschen an, so sollten wir auch, was in unserer Macht steht, tun. Weil echter Frieden in der Gemeinde, in der Familie, ist etwas Wunderschönes. Ja? Schaut mal mit mir in Psalm 133, Vers 1. Den kennt ihr vielleicht, oder? Psalm 133 ist einer dieser ganz kurzen Psalmen. Und ein ganz wunderbarer. Wir lesen nur Vers 1. Da heißt es, Psalm 133, Vers 1, siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Ich glaube, das schätzen wir zu wenig. Manchmal haben wir die Tendenz,
weil wir richtigerweise die Wahrheit betonen, dass wir gleichzeitig ein bisschen die Einheit aus den Augen verlieren. Aber Gott hat kein Interesse daran, dass wir einfach nur die Wahrheit präsentieren und dabei quasi über Leichen gehen. Ja? Er möchte, dass wir, soweit es möglich ist, im Frieden und in Harmonie, in Eintracht leben. Ihr wisst vielleicht, wann kam der Heilige Geist in Vollmacht, in Fülle auf die Menschen? Als zu Pfingsten die Jünger mal 10 Tage lang sich ausgesprochen haben, alle ihre Sünden bekannt haben, wirklich eins wurden sozusagen. Ja? Kaum waren die eins.